Wunderschönen guten Morgen, liebe Freunde der Sonne. Ich bin immer noch mit meinem kaputten Controller hier. Er geht gerade wieder. Es scheint relativ stabil. Mir bleibt eh gerade nichts anderes übrig. Ich werde auch übers Wochenende mir keinen neuen kaufen oder so. Ich bestelle mir einfach einen neuen oder gucke, ob ich meinen alten reklamieren kann. Und fertig. Also, ja, es wird halt einfach eine beschissene Weekend League. Damit muss ich mich abfinden. Deswegen mache ich jetzt auch noch eine Aufnahme, mache noch zwei Spiele und das, naja. Wäre wahrscheinlich beide jetzt eh verlieren mit dem Controller. Ich bin natürlich auch auf 180 jetzt logischerweise. Aber ich kann eh nichts dran ändern und ob ich jetzt angekotzt spiele oder morgen ist auch egal. Das ist, oh ey, das letzte Spiel 2-0 geführt. Wir hätten schon lange 3-0 führen müssen. Und dann dieser Drecks-Scheiß-Controller macht alles kaputt. Der Gegner gewinnt echt noch unverdient 3-0. So zum Kotzen. Vier Siege und ich glaube. Moment, wie viele Siege haben wir jetzt? Vier Siege? Wie viele Spiele haben wir noch? 17, oder? Vier Siege und vier Niederlagen. Perfekt. Genauso spiele ich Fußball. Nehmen doch das andere Trikot. Versuchen wir jetzt logischerweise so wenig wie möglich zu bewegen, um dieses Risiko zu verringern, dass wir wieder den Wackelkontakt haben und der Controller plötzlich nicht mehr geht, aber das Risiko ist natürlich immer da. Ich werde auch einfach so gut wie gar nicht reden jetzt. Konzentrieren, diszipliniert spielen, auch wenn es wirklich ultra schwer ist gerade. Aber wenn ich mich aufrege, dann bewege ich mich auch mehr und dann ist auch das Risiko da, dass der Controller halt irgendwie abkackt. Aber wahrscheinlich ist das jetzt wirklich die letzte Aufnahme. Ich hätte gerne mehr Spiele gemacht, aber ich werde wahrscheinlich beide Spiele verlieren und werde mich so aufregen darüber, dass ich auf jeden Fall erst morgen weiterspielen kann mit den gleichen Scheiß-Controllern. Krass, ich verstehe es echt nicht, wie der Controller jetzt schon wieder kaputt ist. Ich hoffe echt, dass noch Garantie drauf ist und ich den einfach umtauschen kann, dass ich mir nicht schon wieder einen neuen kaufen muss. Zum Glück haben wir die Ecke dazu gemacht, aber es ist geil, wie einfach immer ein Spieler noch nachgekommen ist auf seiner Seite, rechts, und dann niemand mehr da stand. Es war so klar, dass er das macht. Ich habe keine Ahnung, wieso er darauf gekommen ist, also wie er das antizipiert hat, dass ich dahin spiele und nicht den da spiele, den ich kurz hole. Aber ich hatte halt schon gedrückt, das war schon zu spät, ich konnte nichts mehr machen. Schade.
Wäre abseits gewesen. Hätte ich vielleicht direkt schießen sollen, aber ich wollte einfach noch Ballkontrolle. Gut gespielt, sehr schön. Und Brozovic macht endlich wieder das Tor, ey. Mann, Mann, Mann. Ich meine, die Chance war halt auch noch mal ein bisschen einfacher als die anderen Chancen, aber trotzdem. Ist der vergeben hat, krass. So, jetzt nicht zu sehr abfeiern hier. Controller spinnt sonst bestimmt wieder rum. Ich kann auch nicht, ich habe auch immer Angst, das Kabel schon wegzuschieben hier. Das liegt eigentlich ganz blöd gerade, das Kabel von meinem Controller. Ich würde es gerne woanders hinschieben, aber ich traue mich nicht. Schlechter Pass von ihm. Rot? Vielleicht? Von hinten rein? Das ist bestimmt nur gelb, aber rot wäre absolut. Oh, was ist los? Gar nichts. Das war rot eigentlich. Aber Hauptsache mein Goretzka hat rot bekommen, als er so seitlich den Ball rausgrätscht und wahrscheinlich den Gegner damit berührt hat. Ja, das ist rot. Ja, wenn Torreira entgegengelaufen wäre, wäre nichts passiert. Schade. Nein! Oh, ich Idiot. Wollte natürlich nicht schießen. Das war eine gute Grätsche. Das war auch geil ins Aus. Nee, das ist nicht der Ernst. Oh, ich hatte schon Angst, das geht wieder so ein scheiß Pace-Tor. Das kotzt mich an, dass die Abwehrspieler da nichts machen. Einfach nur beschissen durchrennen lassen. Und das war zu sehr aufgezogen. Klappt aber trotzdem. Stellungsfehler. Elfmeter. Das sollte ich viel öfters machen in solchen Situationen, Schusstäuschungen, weil der oft dann der Elfmeter kommt, weil der Gegner zu aggro drauf geht. Ja, es, ja doch, ich glaube, es ist schon ein Elfmeter, kann man dann sagen. Oh, Rodriguez, das erste Mal. Schauen wir mal. Und er hält ihn, fuck. Wollt ihr die Schusstäuschung machen? Gut gespielt, haben wir Glück, dass der nicht zum Torerfolg führt, aber wie gesagt, wir müssen halt auch einfach den Elfmeter reinmachen. Macht's schon wieder.
Bin mir beim ersten Mal nicht drauf reingefallen. Keine Ahnung, warum es nochmal probiert. Wiederstellungsfehler. Was für einer? Oh, wieso stehst denn du im Abseits? Du bist komplett ungedeckt. Es ist einfach viel zu leicht, dass er hier durchkommt. Ich könnte total froh sein, dass es noch 1-0 steht. Klar, es könnte auch 2-0 stehen. Es könnte aber auch 2-2 stehen. Es könnte aber auch 3-2 für ihn stehen. Es könnte aber auch 3-2 für mich stehen. Es könnte aber auch... Egal. Boah, da kommt sogar noch. Also auf jeden Fall, wie man der ganz sehr gerne rennt und so. Da muss ich mal besser anpassen. Schön gespielt, schade, keine Ecke. Ah, schon gedrückt. Oh, kommt sogar. Und dafür kommt der dann nicht, der viel einfacher war. Oh nein, oh nein! Wie gesagt, es ist nicht unverdient, dass es 1-1 steht, aber dass dann so eine Scheiße klappt, klar, was sonst? Oh. Egal. Wie gesagt, ich rechne sowieso damit, beide Spiele zu verlieren mit so einem Controller. Durch 100 Mann durch 100 beschissene Mann durch. Glückwunsch. Elfmeter, den gibt's natürlich nicht, danke. So ein Lacker, ey. Nochmal. Stand er doch gar nicht wieder. Seid ihr bescheuert? Seid ihr einfach nur dumm oder was? Es kann doch nicht sein, dass er zweimal mit so einem Dreckspass, der eigentlich immer irgendwo geblockt wird, dass er zweimal durchkommt. Oh, und ich schieße den Elfmeter daneben oder der Gegner hält ihn. Geil! Auch schon wieder komplett unverdient, diese Führung für den Gegner, aber es ist egal. Wie gesagt, ich werde eh beide Spiele verlieren mit dem Controller. Ist natürlich kein Foul. Und noch ein Paystor hinterher. Oder halt auch nicht, weil er dumm ist und nicht spielen kann.
Ja, da wollte ich nicht hinpassen. Und? Oh nein, so ein Scheißlacker, ey. Unglaublich. Das wäre ein schönes Eigentor geworden. Was für... Oh, das gibt's gar nicht. Krass. Ich bin aber auch eigentlich auf 180, ich habe eigentlich keinen Bock mehr, aber ich sehe keine Möglichkeit, das anders zu gestalten dieses Wochenende. Das ist eigentlich scheißegal, wann ich spiele. Es wird einfach. Ich werde zu tun haben, Gold 3 zu werden. Ganz ehrlich. So viel zum Thema versuchen, jedes Spiel diszipliniert etc. Die Schusstäuschung wieder in eine ganz andere Richtung, als ich eigentlich wollte. Nicht aus, solche dummen Grätschen. Bei mir funktioniert der Ding natürlich nicht, ist klar. Nicht dahin. Oh. Auch da wollte ich wieder nicht hinspielen. Oh, ficken, ich habe keinen Bock mehr. So eine Scheiße, so eine Elende. Keinen Bock mehr. Es klappt gar nichts. Vielleicht liegt es ja auch an dem Controller. Ich weiß es nicht. Also ich werde logischerweise auch nicht mein bestes Spiel zeigen, aber ihr fühlt ja auch nicht, was ich fühle. Vielleicht ist es ja nicht nur ein Wackelkontakt, sondern der hat irgendwelche Probleme mit der Controller. Ich weiß es nicht. Wie wir wieder unverdient verlieren. Es ist zum Kotzen. Ah, gelb-rot. Ist mir scheißegal. Kackspiel! Ist echt geil, ist echt super geil. Komm, geh auf Zeit, Loser. Na klar, was sonst, ey? Fuck! So eine Scheiße, ey. Ich mache jetzt trotzdem noch dieses zweite Spiel, weil, wie gesagt, ich sehe einfach kein Licht am Ende des Tunnels. Auch wenn ich hier auf 180 bin und das nächste Spiel auch verlieren werde, habe ich wenigstens ein Spiel weniger, was ich morgen spielen muss.
So eine unverdiente Scheiße schon wieder. Oh, ich könnte kotzen. Und das gleiche nochmal. Nur mit einer anderen Mannschaft. Schönes Team. Mertens, Dybala, Second in from Icardi, De Bruyne, Nainggolan. Unverdient, getunnelt. Ach so, ha, okay. Och, ey, fick dich. Zum Kotzen. Nein! Oh Mann, wie oft passiert denn das noch?
Wie kann er denn den nicht machen? Ich ziele auch ins andere Eck. Oh, mach doch mal was. Sieht kein Land, der Junge. Und führt 2-0. Unglaublich. Regie staubt mal wieder ab. 2-1. Sorry. Oh, dreimal. Oh, das bringt, glaube ich, Glück. Jetzt wissen wir das Spiel gewinnen. Ich habe dreimal nacheinander genießt. Und das bringt Glück. Den hätte Arangis schon machen können. Da steht natürlich Origi da. Sehr gut. So, wenn es weiter so geht, müssen wir. Also, wir gewinnen deswegen dreimal niesen und so. Aber wir müssen sowieso gewinnen, weil der Gegner sieht überhaupt kein Land. Ich verstehe auch nicht, wie der jetzt 2 Tore machen konnte. Meiner Meinung nach ein Foul. Ach, das war kein Foul. Tunnelt. Nice luck. The referee has indicated there will be a minimum of 3 minutes of added time. Come on, das eine Tor schafft man noch. Ich schieße noch 2. Wie gesagt, dreimal genießt, wir müssen ja gewinnen. Und der Gegner, oh Gott, so schlecht, außer die 2 Tore. Ich verstehe gar nicht, wie er die geschafft hat. Zweimal geschossen, einmal mit Alu. Krass. Und seitdem nicht mehr. Das spricht für sich, würde ich sagen. Bums, 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 Bums. Die Flanke war genauso geplant. Ich wollte eigentlich in die Kamera rennen. Die Flanke war genauso geplant und ich wollte auch mit Arangis erstmal den Ball annehmen und dann schießen, dass er den dann auch so reinmacht. Geil. Absolut verdient, absolut verdient. Wir spielen deutlich besser als der Gegner. Coming onto the pitch, number 27.
Mohamed Salah. Goal for the visitor. Number 9, Charles Andrews. Schönes Fehlpass-Festival. Aber damit ist es mal gut. Gut gehalten. Krass, das Knabe, den ich mache mit seinem starken Rechten. Oh nein, es klappt auch noch. Danke für die Grätsche, die ich nicht eingebe. Danke für die Grätsche, die ich nicht eingebe. Danke für die Grätsche, die ich nicht eingebe und wodurch der dumme Gegner so ein beschissenes Counterpace-Tor schießt. Danke. Generell halt sehr lucky, aber egal. So erklärt sich das auch, wie er die ersten beiden Tore geschossen hat. Foul! Oh, der spielt so uninspiriert. Und es klappt dann trotzdem noch. Schon wieder, wir waren genau drin im Passweg, wir waren genau drin im Passweg. Egal, wir haben dreimal genießt, wir müssen das Spiel noch gewinnen. Heute spiele ich Fußball. Wie gesagt, wir haben dreimal genießt. Wir müssen gewinnen. Geht gar nicht anders. Und der Pass war auch wieder so geplant. Ich hätte aber ehrlich gesagt nicht gedacht, dass er ankommt. Müssen wir noch schnell ein Viertes machen, damit er nicht auf blöde Ideen wieder kommt. Goretzka auf Außen, auch geil. Das gut hören. Oh, Alu, fuck.
Bailey kann man mal rausnehmen, hat auch eine gelbe. Ich glaube, Alessandrini braucht mal eine Fitnesskarte. Das wär's gewesen wieder, ey. Scheiße, ich habe nicht damit gerechnet, dass er so einen komischen Schritt macht. Oh, ich wollte eigentlich, dass er mir ins Aus den Ball bringt. Leider nicht so funktioniert. So, letzter Angriff. Oh, Verlängerung. Wir können nicht verlieren. Ich habe dreimal genießt. Ich kann nicht verlieren. Komm schon. Ich würde gerne einen Pullover anziehen, weil er ein bisschen frisch ist, aber ich getraue mich nicht, meinen Controller aus der Hand zu legen, weil da gibt es auf gar nicht wieder Wackelkontakte-Action. Bin ganz froh, dass er jetzt die Aufnahme wenigstens durchgehalten hat. Oh, schieß doch, Knabi! Hallo! Meiner Meinung nach ein Foul. Schön gemacht von Günther. Oh, krass, wie er den noch hält.
Er hat auch einen Tick zu spät geschossen, Gnabry. Oh Gott, bin ich froh, wenn das vorbei ist. Wobei ich eigentlich noch weiter spielen muss. Oh, ich kann nicht. Wie viele Spiele haben wir noch? 15. 15 Spiele am Samstag. Ich weiß gar nicht, wie ich das schaffen soll. Ich habe eigentlich keine Lust mehr, jetzt weiter zu spielen. Ich bin schon fast geneigt zu sagen, wenn ich jetzt gewinne, dann mache ich noch eine Aufnahme und wenn ich verliere, dann nicht. Aber ich habe halt Angst, dass ich gewinne und dann gar keine machen will. Schöner Schuss. Getunnelt. Das war viel zu kurz. Fuck! Abseits! Oh, zum Glück! So, also ich bin jetzt einfach mal so arrogant und behaupte, ich kann das Elfmeterschießen nicht verlieren. Ich habe dreimal genießt. Ganz einfach. Ja, dreimal genießt und trotzdem verloren, zwei Spiele in Folge, geil. Unverdient, aber egal. Mache ich jetzt noch eine Aufnahme oder nicht? Ja, wahrscheinlich die jetzt auch wieder verlieren, die beiden Spiele, wenn ich noch eine Aufnahme mache, aber... Habe ich noch 13 Spiele morgen? Ach, ich mache jetzt einfach noch eine, scheiß drauf.